So, okay, fangen wir mal an. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Doch, ich weiß, wo wir sind, aber ich weiß nicht mehr genau, was wir tun müssen. Wir haben irgendwo ein Gitter geöffnet. Oh, ich will Nee, warte. Abbrechen. Ich muss erst wieder mit der Steuerung klarkommen. Das wird schwierig. Okay, das Wichtigste habe ich. Wie rennt man? Ah, okay, ich glaube auf dem Interaktionsknopf, oder? Nee? Ja, okay. Dann gehe ich jetzt hier mal die Treppe hoch und dann gucken wir mal. Irgendwo oben bei einem gefrorenen Hunter R war auch ein Rollladentor. Ich habe ein bisschen Angst vor den Huntern. Vor allem, weil ich halt jetzt nur mit der Pistole rumlaufe, ne? Ein bisschen Hunterangst habe ich. Nein, hör doch jetzt auf, dauernd den Leuten irgendwas anzudrehen. Die wollen das nicht haben. Ich will eigentlich die Karte. So. Aha, da oben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Könnten wir mal gucken. Ich finde es irgendwie cool. Also ich muss schon sagen, Outbreak hat ein paar Mechaniken, ein paar Facetten. Silent Bob 2492, die gefallen mir echt gut. Just resubbed vor 3 Monaten. Silent Bob, vielen, vielen Dank für dein Resub. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Also der Rollladen ist immer noch unten, aber das macht nichts, weil hier können wir durchkriechen. Ich muss bei Rollladen... Rollladen, ne? Warum heißen die Rollladen? Heißen Rollladen? Die schreibt man wahrscheinlich ein bisschen anders wie Rollladen. Aber für mich ist das gleiche Wort. Rollladen und Rollladen. Und ich kriege ein bisschen Hunger, wenn ich vor geschlossenen Rollladen stehe. Oder Rollladen? Ihr wisst schon. Was liegt hier? Ein Gewehr. Aber jetzt habe ich hier einen Schlüssel und eine Kurbel, die ich vielleicht ungern abgeben würde, ne? Ah. Gehen wir mal zu dem Raum, wo wir vorher nicht rein konnten. Oh, Zombie. Rollladen? Rollladen. Rolladen quasi. Okay. Was wolltest du gleich nochmal? Er hat sein Bewusstsein verloren. Okay. This could get rough. Nein, jetzt hör auf. Dauernd will er den Leuten irgendwas zustecken. Hört's auf. Ah, da waren wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht drin. Oder? Im Mottenraum? Oh, aber guck mal, die Motte ist hier schon geschlüpft. Riesiges Kokon. Im Grunde muss, glaube ich, Leon schon im Zug sitzen und die anderen beiden. Okay, jetzt habe ich mich registriert. Das, ja, okay. Oh, warte mal, da blinkt irgendwas. Pistolenmunition. Ja, her damit. Können wir nie genug haben. Ich muss... Hey, ich nehme ab jetzt nur noch die Rucksackfrau. Ohne Witz, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Mikroinventar. Ich weiß schon, dass man theoretisch ein bisschen mit den anderen Leuten Inventar tauschen könnte und so weiter. Aber... oder? Ich bin gespannt, ob der Bewusstlose jetzt aufsteht. Nee. Die Rollladen sind schon offen. Köstlich. Naja. Irgendwas erinnert mich das Spiel noch daran, was mit den Hunter. Ja, ich habe schon ein paar eingefrorene Hunter R gesehen. Die werden jetzt dann gleich wach werden. Hallo, Slenderax. Ah, ich werde gefressen. Das ist vor allem gefährlich, weil das die Prozent... Oh, warum habe ich schon wieder keine Waffe ausgerüstet? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Was wollte ich sagen? Verteidige mich, anderer NPC, während ich ins Menü gehe.
während ich den Knopf fürs Menü suche. Okay. Er hat mich jetzt durcheinander gebracht. Yeah, Synchronschießen. Nice. Dem haben wir es gezeigt. Was ist denn? Die sagt da und irgendwas. Brauchst du irgendwas oder ist irgendwas mit dir? Da liegt Heilkraut. Die hat sogar ein Heilspray. Die ist voll ausgerüstet wie sonst noch was. Inzwischen Hauptschacht. Habe ich jetzt zu lang gebraucht oder was ist jetzt los? Das ist ja cool. Guck mal, aber die Motte lebt noch. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich verstehe nicht, wie das alles chronologisch zusammenpassen soll. Vielleicht gibt es mehrere Motten. Immerhin hat die Motte ja schon viele Larven gemacht, ne? Okay, die Motte im Hauptschacht ist jetzt aggro anscheinend. Ich habe 1000 Mal angefangen, aber damals weit gespielt leider. Nicht weit. Hab mich nicht abgeholt. Ja, wie ich eh schon gesagt habe, ne? Ich habe das damals nie gespielt, weil eben ich nur Schlechtes damals drüber gehört habe. Aber mittlerweile hat das irgendwie so eine nostalgische Fangemeinde gefunden. Von der habe ich aber damals gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Die waren damals still. Oder zumindest nicht in meinem Freundeskreis enthalten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn einem das Gameplay Spaß macht, wenn einem das grundsätzlich gefällt, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein cooles Spiel ist, weil ich merke schon, dass jedes einzelne Szenario einen irrsinnigen Wiederspielwert hat. Genau, hier ist jetzt, glaube ich, offen, ne? Hier war, glaube ich, vorher nicht offen, oder? Vielleicht muss ich auch noch woanders hin. Eisenrohr. Die Tiefkühlhunter, die Hunter R, wurden eigentlich auch schon vor dem Ausbruch des T-Virus überhaupt. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wenn ich das mit der großen Pflanze und der Motte und so wäre, würde ich sogar sagen, dass das lange bevor Leon kommt spielt. Lange vor Resident Evil 2. Also was heißt lange? Ein Tag oder so. Aber es gibt ein paar Sachen, die machen keinen Sinn, wenn das schon so lange vorher spielt. Deswegen bin ich da gerade verwirrt. Ah, hier ist jetzt offen. Oh, gleich schlüpfen die. Gleich macht's klirr. Und der springt raus. Kann man fast alle Versus oder Fragen mit ChatGPT beantworten? Ist mega geil. Weiß nicht genau, was du sagen willst, aber die zeitlichen Zusammenhänge von dem Spiel könnte ChatGPT eventuell sogar richtig beantworten, wenn du das sagen willst. Das ist alles alt genug. Eine Lötlampe, aber wir werden angegriffen. Und er fällt genau auf die Lötlampe. Die Lötlampe hat ihn basically aufgespießt. Ich schätze mal, ich hoffe jetzt einfach, dass wir das Ventil nicht mehr brauchen. Und wir nehmen jetzt die Lötlampe mit. Der lebt immer noch. Und ich finde so viel Chemikalien, ne? Ganz genau. Denke ich mir auch. Mega Adam. Dankeschön für die 30 Bits. Dass wir hier so viel Chemikalien finden, beunruhigt mich auch ein bisschen. Weil da habe ich das Gefühl, was Wichtiges vergessen zu haben. Oder, ihr wisst schon. Yeah. Go now.
was Wichtiges noch vor mir zu haben, besser gesagt, glaube ich. Dass ich die doch noch für irgendwas brauche. Und dann muss ich komplett durchlaufen und alles nochmal absuchen und so. Ja, ne? Das mit den 70% beunruhigt mich auch. Vor allem, weil ich gerade auch nicht weiß, wo ich hin muss. Da drin war jetzt eigentlich nichts Interessantes außer der Lötkolben. Kann ich jetzt mal die Hunter damit auftauen? War irgendwo was vereist oder so? Und ich konnte nicht rein, weil es vereist war? Gab's das irgendwo? Fest verschlossen. Kann ich das aufschweißen? Kann man Sachen aufschweißen? Nee. Ich war halt im Grunde schon überall, ne? Moment mal. Andere. Ach so, weil ich das Rad abgelegt habe. Na gut. Irgendwie muss ich dieses Eis wegkriegen. Bitte keine Spoiler. Wenn ihr es schon kennt. Bitte keine Spoiler. Aber guck, ich denke, ich hab's gefunden. Tiefkühllabor, viertes Untergeschoss. Ja, voller 2 fangen wir dann so um 9 normalerweise wieder an. Genau. Okay. Jetzt drücken wir den Hebel und dann schauen wir, was passiert. Ah, es ist schon was funktioniert. Wir haben schon hier eisfrei. Eisfrei ist nice frei, sage ich immer. Oh wow, hier liegen einige Schrotflinten auf dem Boden rum. Will mir das Spiel damit irgendwas mitteilen? Eventuell. Könnte das sein? Könnte es sein, dass mir das Spiel da irgendwas mitteilen will? Ich habe halt nur 3 Schuss jetzt in der da, ne? Aber okay. Ja, ich glaube, dass in Europa der Multiplayer-Modus standardmäßig nie funktioniert hat, hat nicht gerade zum Erfolg oder zur Beliebtheit des Ganzen beigetragen. Ah! Okay, einigen wir uns einfach auf Unentschieden. Oh, die lösen sich auf. Wo ist meine Waffe? Oh, oh. Ah, gut, oder? Gut oder schlecht? Genau, das meine ich ja mit nie funktioniert. Also der war in Europa überhaupt nicht wirklich, oder im Westen allgemein, nicht implementiert. Das sind andere Hunter. Das sind die Hunter R. Das sind verbesserte Versionen der Hunter Alpha. An denen hat quasi William Birkin neben seiner G-Virus-Forschung noch so ein bisschen weiter gebastelt. Also ob die wirklich verbessert sind, ist glaube ich fraglich. Aber Birkin war zumindest der Meinung. Oder sein Team. So, wie kam ich jetzt... Oh, ah, der taut gerade auf. Lauf! Wie komme ich jetzt zu dieser... Ich war schon da. Ich war schon da, Mensch. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Keine Ahnung. Genauso als Hobby. Ach, hey, ich habe aber heute auch einfach ein bisschen Glück, ne? Ich laufe wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend und finde immer, was ich brauche.
Ja, Bedienfeld. Und jetzt kann ich nichts machen, oder was? Doch, geh da nochmal hin. Ich muss die Scheibe bewegen. Aber ich kann mit dem Bedienfeld irgendwie nicht interagieren. Sag mir nicht, dass ich da jetzt irgendwie irgendwas brauche. Bedienfeld für die Drehscheibe. Brauche ich da, brauche ich die Kurbel oder irgendwas? Irgendwas brauche ich doch hier, oder? Ah, eine Laborschlüsselkarte. Vielleicht brauche ich einfach nur die. Das wäre schön, das wäre nett. Ah. Das muss ich jetzt nicht bedienen, sagst du? Sagst du? Vielleicht aber schon. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal das Erste-Hilfe-Spray, weil das meine Infektion kurz stoppt. Alyssa hat einen Schlüssel dabei. Ah ja, die hat den. Oh, danke schön. Gib ihn mir. Gott sei Dank. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt schon auch Bock auf Outbreak 2. So ist es nicht. Oh oh. Aber ich bin schon auf Outbreak 2 echt gespannt. Ich muss die Scheibe bewegen. Okay. Wartet mal ganz kurz. Ich speichere mal ganz kurz hier. Kevin hat eine spezielle Fähigkeit. Ich dachte, der hat nur eine spezielle Pistole. Ach so, jetzt muss ich auf die gegenüberliegende Seite, ne? Bestimmt. Nein, muss ich nicht. Was machen wir jetzt? Die sind aber jetzt ganz schön in die Arme gelaufen gerade. Ja, ich kann da leider gerade nichts machen. Den Schlüssel habe ich nicht mehr. Ah, jetzt passiert was. Ach, guck mal. Die Frau Dr. Monika, glaube ich, heißt sie, ne? Wollte einen G-Embryo klauen. Das hat sie jetzt davon. Ich verstehe nicht, warum er dauernd die Pistole verliert. Irgendwie. Die Leiche der Forscherin. Wie ist sie gestorben? Tja. Das haben wir wohl in unserer Realität nicht mitbekommen. Also muss ich jetzt die Zeit hier ablaufen lassen oder bin ich dann tot? Die Musik suggeriert mir, dass ich dringend irgendwas machen muss, sonst sterbe ich. Aber das Bedienfeld haben wir schon bedient. Hi, Asia, my heart. Machst du noch einen Run vom ersten und zweiten Teil, wo alle überleben? Oh, puh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen.
Ich meine, du musst einfach warten. Na gut, wir sehen sie gleich. Ich habe gespeichert, als der Countdown losgegangen ist. Meine T-Virus-Infektion ist bei 80%. Aber da steht, ich muss die Scheibe bewegen. Schauen wir mal, ob es gleich vorbei ist und wir tot sind. Warnung! Okay. Der Alarm ist ganz schön verwirrend. Oh, ein Xenomorph. Das ultimative Crossover. Die sind schon voll Xenomorph, ne? Die Cheese. Niedlich. I guess. Das Wunder der Geburt. Also wenn der jetzt hinterherkommt, hat das verdient, dass er uns frisst. Ohne Scheiß. Also dieser Alarm war gerade sehr verwirrend. Der hat mir definitiv die falschen Signale geschickt. Das war kein okay und jetzt chill hier ein bisschen Alarm. Und dann steht da oben auch noch Warnung, Warnung, als der Alarm ablief. Ich dachte, jetzt kommt Giftgas und wir sterben alle. So war das eher. Okay. Ich schätze noch eine Cutscene. Oh oh, jetzt kommt er. Das Intro irgendwie, ne? Da ist da so ein kleiner Wurm. Oh oh, ich habe zu früh gesprochen. Chestbuster digitiert zu T-Mon. Das ist aber dann wahrscheinlich noch kein, das muss vor Leon spielen, kann ich mittlerweile ziemlich sicher sagen, auch wenn es ein, zwei Ungereimtheiten gibt. Aber das ist dann definitiv ein Nicht-Birkin-Nachfahre quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Der hat noch nichts mit Birkin zu tun. Habe ich jetzt keine Munition mehr? Ich bin ja schon dabei. Hä? Was ist denn los? Lad halt jetzt nach mal. Ordentlich. Ja, ich muss nachladen, gleich. Muss ich draufbleiben beim Nachladen? Ah, ich muss, glaube ich, draufbleiben, deswegen. Ich habe das Gefühl, die stirbt gleich. Aber der Gegner irgendwie nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich dem Schaden mache, ohne Witz. Vielleicht sollte ich einfach weglaufen. Wenn das geht. Okay, weglaufen ist, glaube ich, nicht so möglich. Oh, das war cool. Habt ihr das gesehen? Voll der Action-Move. Fast so cool wie Billy. Oh!
Es ist gerade echt ungünstig. Ach, dammit. Zeug dich an meiner Brust, mein Kind. Oh, ich glaube, er ist tot, Jim. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Der hat ein bisschen, das Gesicht sieht ein bisschen aus wie die Maske von Yoshimitsu. Die ist auch wirklich an dem dran geklebt, oder? Ich weiß auch nicht, wo unser anderer Freund hin ist. Wir waren irgendwie zu viert am Anfang, oder? Wir waren irgendwie zu viert. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Plötzlich waren die alle weg. Ich schätze mal, die wurden von Motten und Hunter gegessen. Aber wieder Rang E für exzellent. Nee, ich glaube, letztes Mal war es sogar F für fantastisch. Ich glaube, fantastisch ist noch besser als exzellent. Aber dahinter steht Spitzi. Insofern war es wahrscheinlich schon gut. 600 Punkte, Spitzi. Okay, cool. Ende speichern. Neue Bonusfunktion freigeschaltet. Ein neues Objekt wurde ins Untermenü Galerie im Abschnitt Sammlung aufgenommen. Abgenommen. Filme, Sound, Szenario, das Nest. Wir waren doch schon in Nest. Naja, okay. Let's go. Das ist so gesehen Jokos Kapitel. Ja, ja, genau. Das habe ich schon verstanden. Okay, das Nest. Ah, ein Krankenhaus. Das finde ich aber irgendwie komisch, dass wir erst im Nest spielen und das heißt Eis ist Kälte und dann, wenn wir mit dem Nest fertig sind, kommt das Kapitel das Nest. Aber das ist in Wirklichkeit das Krankenhaus, in dem Egel ihr Unwesen treiben. Aber nicht die Egel, die wir aus Zero kennen. Wieder ganz andere Egel, aber warum auch nicht? Tja. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Das Nest. Oh, warte mal. Jetzt spielen wir George, weil der ist Arzt. Und ganz sicher ist das sein Kapitel, oder? Ich denke mal, das ist Georges Kapitel. Das ist eine gute Idee. Ich versuche jetzt immer, so ein bisschen passend zu der Geschichte, die ich über die krieg. Die Figuren zu wählen. Ich wäre nie drauf gekommen, dass Yoko bei Umbrella irgendwie arbeitet oder so. Aber macht ja nichts. Also, George, der Arzt. Aber der ist ja voll nutzlos, ne? Kann Medizin herstellen. Na gut, okay. Nehmen wir George. Ich mache aber leicht. Der leichte George. Nee, nee, wenn ihr mir das verratet, macht's keinen Spaß. Ich will erraten, wer welches Kapitel hat. Also, wir hatten wahrscheinlich die Kellnerin und dann Yoko. Die beiden sind quasi schon von der Liste gestrichen. Moment mal, jetzt ist die Kellnerin wieder dabei. Ah, vielleicht hätten wir den Patienten nehmen müssen, oder? Oh, ich krieg gerade ein bisschen Silent Hill-Feelings. Oh, I apologize if I surprised you. Please, do not be alarmed. Ich auch. I must say that this hospital is not an ideal place to take shelter. Ich verstehe, Kollege. It's not as safe as it may look or sound. I myself have decided to get out of here as soon as possible. Notruf für die Schwester drücken. Ja, rufen wir mal die Schwester. Der Knopf funktioniert, aber niemand kommt. Stellt euch vor, ihr seid im Krankenhaus und werdet operiert und dann
Seid ihr gerade noch am Erholen und dann kommt ein Arzt dran und sagt, ah, das ist vielleicht gerade ein schlechter Zeitpunkt, aber das Krankenhaus ist echt nicht sicher. Solltest jetzt gehen. Was? Und dann geht er einfach wieder. Danke für nix. Danke für die Nichterklärung. Das ist Resident Evil Outbreak, der erste Teil. Okay, ein Besen. Keine Antwort. Schon wieder Rouladen? Damn it. Warte mal, ist der Besen eine Waffe? Ey, wenn der Besen eine Waffe ist, dann ist das meine neue Lieblingswaffe. Ja! Wie ein Speer wird der benutzt. Schwesternstation, zweites Obergeschoss. Oh oh, da liegen Leute. Spätestens jetzt würde ich mir Sorgen machen. Also, ich meine, wenn der Arzt reinkommt und sagt, das ist hier echt nicht safe, ihr solltet echt gehen. Da hätte ich auch schon Angst, aber eher wegen so, wie nennt man das, Mistreatment. Also wegen schlechter Behandlung oder so. Ey, meine Kollegen sind echt so inkompetent. Sucht euch lieber ein anderes Krankenhaus. Das will man auch nicht hören. Tagebuch eines Pflegers. Verwenden? Ich wollte das jetzt lesen. Wo verwende ich denn bitte ein Tagebuch eines Pflegers? Das ist ja spannend. Zeige ich das irgendeinem Chefarzt, damit der sagt, was, das ist skandalös. Sobald die Zombie-Apokalypse vorbei ist, wird der gefeuert. Wer ist denn er da eigentlich gleich nochmal, der gerade bei der Tür rausgeht? Der mit dem Hut? Den kennen wir nicht, oder? Ein Stock. Jetzt wartet mal schnell. Ich bin immerhin Arzt. Ich werde jetzt mal Kräuter mischen. Das ist, glaube ich, wirklich so das Einzige, was das medizinische Fachpersonal in Raccoon City machen muss, oder? Kräuter mischen. Egal was ist. Eine kurze Holzstange. Ah, ist auch ein Messer. Ich vermute mal, mein Besen wird sich in einen Stock verwandeln, wenn ich es oft genug benutze, ne? Naja. Helfen Kräuter gegen Knochenbrüche? I guess. So wie die in den Videospielen dargestellt werden, müssten die gegen alles helfen eigentlich. Please help! Help me, please! Go! Come on! Ja, genau, hier. Zu mir. Bleibt mal alle bei mir ein bisschen. Sind wir von da gekommen? Ich glaube schon, Zimmer 301. Ja, wurde degradiert. Moment, war das wirklich mein Zimmer? Ja, sogar der Fernseher läuft noch. Okay, da muss ich nochmal auf die Karte gucken. Er ist der Zufahrer der Raccoon U-Bahn. Ah, okay. Der war das. Genau, der weniger angegriffen wird aus irgendeinem Grund. Die weirdeste Fähigkeit überhaupt, oder? Also. Der Aufzug geht nicht und da kommen wir nicht rein, wollte ich gerade sagen. Und schon gehen wir rein. Na, dann vergesst es. Das ist die Schwesternzentrale. Okay. Hier, stups ihn mal an. Vielleicht machen wir mal sauber. Das ist so, weißt du, das ist wie Hausmeister in Animes putzen. Ha! Und der Schmutz ist weg. Okay. Eine Notiz liegt auf dem Tisch. Reparaturnotiz. Reparaturplan, Netzteil, Schalttafel, Haupteingang, Treppenabsatz 3 OG bis 4 OG, Zimmer 403, Kanal 2, Untergeschoss, Abwasser, nur befugtes Personal. Marco 7937, Just Resub vor 5 Monats. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Resub, Marco, im 5. Monat. Dankeschön. Dafür, dass ich Arzt bin, kümmere ich mich jetzt nicht unbedingt um die ganzen Verletzten, die da am Boden liegen.
Hier hat wohl jemand nach etwas geguckt. Hey, hallo! Sieh da! Herr Arzt! Wie komme ich denn dahin, wo du bist? Kannst du mir das mitteilen? Nee. Kann er nicht. Was für ein Arsch. Okay, haben wir jetzt hier irgendwas gefunden? Eigentlich nur die Notiz, ne? Hey, willst du vielleicht das Buch sehen? Nee. Wie kann ich jetzt hier Medizin herstellen? Hier kann ich irgendwie mischen. Aber, verstehe ich nicht. Egal. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier raus. Weil hier ist, glaube ich, nichts mehr. Die Treppe. Ich muss mal schauen, ob wir zur Treppe können, die da gezeigt wird. Ach so, ich verstehe. Oh, hast du mich erschrocken. Okay, die Rollladen können wir nicht öffnen. Jetzt muss ich mal versuchen, ne? Ja, okay. Können wir wirklich nicht öffnen. Da hat uns das Spiel ja schon mal ausgetrickst. Die Rollladen kann man auch nicht öffnen. Aber führen die Rollladen hier zur Treppe? Wären das die Treppenrollladen? I guess so. Die müssten wir irgendwie öffnen, glaube ich. Thanks. Come on. Notizen, Papier, überall. Oh, ich wollte da gar nicht reingehen. Naja. Irgendwas muss doch hier noch sein, oder? Ich habe hier nur irgendeine Notiz gefunden, die ich nicht verstanden habe. Sonst nix. Kann doch nicht alles sein. Oder muss ich etwa die Barrikaden weghauen mit meinem Besen? Nee. Hey, der Besen ist locker safe kaputt, bevor ich meinen ersten Gegner treffe in dem Kapitel. Aber es ist, glaube ich, egal. Doch, wir sind jetzt schon mit dem T-Virus infiziert. I guess das macht Sinn, weil wir halt einfach in Raccoon City gelebt haben, ne? Was wieder die Frage aufwirft, warum ist Jill nicht infiziert? Weil selbst wenn man davon ausgeht, dass jetzt einfach halt Chris und Barry und so von Haus aus immun sind, Jill wird ja, ne, immer noch vom Nemesis und so infiziert. Also irgendwas, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Also, der Aufzug geht nicht. Hier sind sehr viele tote Menschen. Oder zumindest zwei. Das ist wieder unser Zimmer. Aus dem Hahn kommt kein Wasser. Die Leitung ist leer. Ah, nee, achso, das haben wir schon gemacht. Das hat nichts gebracht. Wahrscheinlich, weil alle tot sind. Ich check's nicht. Jetzt wartet mal. Also hier drin ist nichts. Ach, aber wir haben gerade aus dem Fenster geguckt und irgendwas mit Zombies gesagt. Genau, das wäre natürlich eine Möglichkeit, Schwenny. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass der Nemesis halt irgendwie in irgendeiner Form eine spezielle Variante des T-Virus hat. Oder, weißt du, dass der halt nach anderen Regeln funktioniert, wie so eine Infektion durch Leitungswasser. Das ist natürlich möglich. Okay, die Rollladen, die kann ich nicht öffnen. Westernstation, zweites Obergeschoss. Eben, Mad Max. Das wissen wir nicht, ob das der normale T-Virus ist. Ach, eine Pistole liegt da. Okay, ja, die nehme ich, glaube ich, statt dem Stock mit. Aha, guck, und jetzt, oh, ich hätte nur eine blöde Pistole, wisst ihr was, ich hau den jetzt mit dem Besen. Nein, ich hab einen Fehler gemacht. Okay, nimm das,
Igelmann. Jetzt wird sauber gemacht. Ich schätze, der Besen ist jetzt gefährlicher geworden. Theoretisch, ne? Mei, jetzt wo er spitze ist, schwingst du, oder was? Jetzt wo du eine Spitze hast, schwingst du? Ein Arzt sollte ein bisschen mehr Ahnung von Anatomie haben als das. Nein! Okay. Ich glaube, jetzt muss ich zur Pistole wechseln. Liebe NPCs, im Ernst. Ihr könnt nicht immer voll in die Gegner reinlaufen und dann jammern. Dammit, der ist ganz schön zäh. Ich habe alles, was ich habe, auf den gefeuert. Au! Kann ich die Krücke vielleicht noch nehmen? Ja, kann ich tatsächlich. Okay, ist Igelmann unsterblich? Nein. Aber vielleicht doch, ne? Ich sollte mich jetzt mal heilen. Jawohl. Ich find's raus, ob er unsterblich ist oder nicht. Das finden wir jetzt raus. Vielleicht ist der auch ein Stalker, ne? Könnte sein. Es wäre so lustig, wenn ich den jetzt getötet hätte mit dem... Stöckchen. Das wäre großartig gewesen. Nein, hey General, du musst dich wirklich mit den Tipps zurückhalten. Ich will wirklich nichts wissen. Ich will das blind spielen. Ich will keine Spoiler haben. Wenn ich sowas sage wie, ist der unsterblich, dann ist das, dann führe ich Selbstgespräche. Ich will es gar nicht wissen. Ja, das wäre schön, wenn der Stock einfach immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Und am Schluss habe ich wirklich so die, die Splitter, die ich den Gegnern in die Haut ramme. It seems the electricity on this floor is entirely supplied by an auxiliary battery. See if this works. Uh-oh. Nee, die KI ist sehr random. Die ist sehr random. Oh, mein liebster Resident Evil Spin-Off. Das ist echt eine gute Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, wir kommen jetzt auch noch zu Revelations 1 und 2 und Operation Raccoon City und so weiter. Die habe ich jetzt auch nicht mehr so präsent. Aber ich muss tatsächlich sagen, irgendwie hat es mir Resident Evil Gaiden angetan. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat das so einen Charme und irgendwie gefällt mir das. Gaiden finde ich schon irgendwie lustig. Moment, was steht auf seinem Nummernschild? Mr. Scott. Oh, oh, Tiefkühlschubladen. Blut. Blutbeutel. Warum? Warum Blutbeutel? Kann ich die trinken? Platzieren, kombinieren. Was kann eigentlich meine Fähigkeit hier? Hm.
Brauche ich wirklich zwei Blutbeutel? Für was auch immer, eventuell. Brauche ich das Buch eventuell? Das ist echt blöd. Man weiß es halt nicht, ne? Aber was bringen mir jetzt die Blutbeutel? Das ist interessant. Wenn ich Mr. Scott höre, muss ich an Star Trek denken. Ah, wisst ihr, was ich denken musste? An The Office. An Michael Scott. Ja, ja, die ganzen Streams, die landen auf meinem Let's Play-Kanal. Landsquid Birdrider Let's Play. Da kann man das alles gucken. Da habe ich auch eine Playlist gemacht mit mittlerweile, ich glaube, 300 Videos zu Resident Evil und ähnlichen Spielen. Anderen Survival-Horror-Spielen. Alles, was wir jetzt im Stream seit einem Jahr so spielen quasi. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss das Kapitel dann nochmal neu starten, oder? Weil irgendwie weiß ich überhaupt nicht, was wir jetzt machen. Jetzt habe ich hier Blutinfusion. Ach, jetzt kann ich den Aufzug rufen. Ach dann, dann weiß ich jetzt. Also dann haben wir jetzt viele Anhaltspunkte. Dann fahren wir mal in UG1. Den öffne ich lieber nicht. Du bist Arzt, Mann. Reiß dich zusammen. Die KI ist auch von Charakter, den man spielt, unabhängig. Zum Beispiel mit Kevin ein gutes Verhältnis zu Jim. So spielt dann die KI besser mit dir als bei Charakteren, die mit Jim kein gutes Verhältnis haben. Aha, okay. Aber ich schätze dies trotzdem nicht so gut. Einfach allgemein. Ich schätze, das ändert nichts dran, dass die dann trotzdem dauernd den Gegner reinlaufen und sich töten lassen. Zum Beispiel. Haarwuchsmittel. Ein Spezialobjekt. Okay, okay. Was? Da muss ich an Resident Evil 7 denken, in dem Raum hier. Ja, Level Up! Der Resident Evil 7 Keller gehört schon zu den gruseligsten Orten. Die Treppe nach unten. Und das, was danach kommt. Das ist schon ziemlich cool. Oh, da sind jetzt einzelne Igel auch unterwegs, okay. Igel auf dem Bedienfeld. Ah, oh, und ich habe jetzt nichts, mit dem ich die irgendwie weghauen könnte. Ah, außer meine mächtige Schulter. So, weggeschultert. Rufen Sie den Aufzug. Ah, Passwort, na gut. Da lag aber irgendwas. Referenzmaterial. Einstellungen Etage für Aufzugbetrieb. Normal. 3, UG1. Nein, Slenderax. Jetzt muss ich wieder rausschneiden. Dankeschön für die 100 Bits. Normal 3 OG, Stufe 1, 2 Untergeschoss, Stufe 2, 3 Untergeschoss. Administrator entscheiden über die Sicherheitseinstellungen für die einzelnen Bereiche. Für den Wechsel zur Sicherheitsstufe 1 ist ein vierstelliger Code, zur Stufe 2 Sprachautorisierung erforderlich. Okay. Nein, Egelmann! Ich kann dich gerade gar nicht brauchen, Egelmann. Au. Ich wollte mich hier noch ein bisschen in Ruhe umschauen. Ja, da findet er uns nie. Komm, geh jetzt wieder raus, Mann.
gehe ja schon. Bill aus True Blood, den kenne ich leider nicht. Blood. Hope this is not Chris's Blood. Jetzt haben wir es. Deswegen die Blutinfusionen. Es ist Chris's Blood. Dankeschön für die Bits. Es ist Chris's Blood, was wir da in der Tasche haben. Hoffentlich nicht. Wenn ich mir das injiziere, dann kriegen wir wahrscheinlich auch so Superkräfte. So felsenzerschmetternde Superkräfte. Ja, was liegt denn da hinten noch in dem Raum? Hab ich da irgendwas liegen lassen? Ein Blutbeutel, ja. Ich glaube, den habe ich da hingelegt. Okay. So, wo war denn jetzt der Aufzug? Direkt gegenüber. Okay, gut. Dann los geht's. Dann fahren wir mal in ein anderes Geschoss. Jetzt macht das Sinn mit den Blutbeuteln. Ich finde halt wirklich in jedem Kapitel so viele Items, von denen ich, auch wenn ich es dann durchgespielt habe, das Kapitel nicht weiß, was die eigentlich machen. Und das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Weil das zeigt mir eben, dass es da wirklich viel zu entdecken gibt und viel zum Rumexperimentieren. Ich kenne grundsätzlich True Blood als Serie schon, aber ich kenne jetzt keine Charaktere oder irgendwas. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Da war ich schon. Na gut. Ich kann leider nicht mal, wenn ich wollte, könnte ich helfen. Es tut mir leid. Ich habe gar nichts. Okay, dann fahren wir mal in 3OG. Da waren wir definitiv noch nicht. So. Schauen wir uns hier mal um. Schwestern. Hat jedes Stockwerk eine eigene Schwesternzentrale oder bin ich mit dem Aufzug im Kreis gefahren jetzt einfach einmal? Hä? Das ist wirklich... Ich bin wirklich wieder... Hä? Bin ich mit dem Aufzug jetzt nirgends hingefahren? Oder was ist los? Jetzt pass mal auf. Es gibt das zweite Untergeschoss. Da waren wir anscheinend noch nicht. Und es gibt zweimal das erste Untergeschoss. Und ich glaube, da kommt ein Gegner. Warum gibt es zweimal das erste Untergeschoss? Zumindest als Karte. Ich schätze mal, das ist der gleiche Raum. Aber die haben anscheinend versehentlich zweimal die Karte irgendwie reingepackt in den Kartenbildschirm. Aber macht ja nichts. Hallo, gehen wir mal wieder in den Aufzug. Warum sind wir eigentlich schon wieder nur noch zu zweit? Zweites Obergeschoss. Erstes Obergeschoss, erstes Untergeschoss. Verwirrung. Habt ihr das gesehen? Was habe ich denn da gerade gemacht? Kann man Türen zuhalten in dem Spiel? Das wäre so gut im Multiplayer, oder? Das wäre so gut im Multiplayer. Wenn jemand eine Tür zuhält, während jemand anders irgendwas macht, das Zeit braucht. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Das wird so Sinn machen im Multiplayer. Ah, zum Kühlen von Blutkonserven. Platzieren. Oh, Ich hab mich nass gemacht. What's that?
Ah! No, no, this can't be. Aha. Da haben wir es und jetzt zuzelt er das Blut vom Boden. Na, dann wollen wir den jungen Mann mal nicht stören. Wahrscheinlich ist der Wirtskörper halt schon ziemlich ausgezuzelt, ne? Deswegen haben die Igel Bock auf was Frisches. Nee, ich drück wirklich, ey, immer. Es gibt drei Tasten, mit denen ich drei verschiedene Menüs öffne. Und wenn ich irgendeins öffnen will, drücke ich safe. Hundertprozentig, super zuverlässig. Immer erst genau die falschen beiden und dann den richtigen. Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Wie cool war das bitte? Wie cool ist eigentlich unser Arzt hier? Hey, ich bin zufällig Arzt. Also wenn du irgendwie nicht zu bluten aufhören kannst, dann sagen wir Bescheid. Dann komm wieder her. Ja, genau. Die Blutkonserven sind Ablenkungsmanöver gegen den Igelmann. Warte halt mal jetzt hier. Ich will dich heilen. Ich glaube, ich habe Heilung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob ich Heilung habe. Ich glaube schon. Aber wenn sie mal wegläuft. So. Nein! Wirklich wieder aufs dritte Mal. Ich wollte es richtig machen. Überreichen. Kannst dich selber heilen. Hier. Nimm das. Thank you. Bitteschön. Moment, aber die Pistolenmunition hat jetzt... Ich wollte gerade sagen. Ah, jetzt kann ich die Rouladen aufmachen. Köstlich. Aber ich habe nur eine Roulade jetzt geöffnet. Okay, na gut. Oh, hier brennt's. Viele Notizen, keine davon wichtig. Kriege ich Schaden, wenn ich da reingehe? Noch eine Pistole. Eine Schnellfeuerpistole. Brennende Papierkartons. Na gut, okay. Ich will eine Cool Pizza essen. Er sagt, da ist nichts Wichtiges, aber ich sehe da ganz eindeutig Cool Pizza. Na gut, pass mal auf. Warte mal. Nimm mal die Pistole. Warte mal, stopp. Du schießt schon auch mit normaler Pistolenmunition, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil dann nimm du mal die da. Damit du mal was Besseres hast als deine verbogene Eisenstange. Okay. Jetzt kann sich Igelmann warm anziehen. Kohl- oder Rindsrouladen? Natürlich Kohlrouladen. Ich habe ja ein Gewächshaus im Garten jetzt neuerdings und habe da jetzt aktuell noch Tomaten drin stehen. Aber ich will mal gucken, im Winter kann man, glaube ich, auch wirklich Kohl oder sowas anbauen, ne? Es gibt auch so Wintergemüse. Da muss ich mich mal informieren, was man da am besten anbaut. Weil wenn ich jetzt schon dieses Gewächshaus habe, also Gewächshaus, es ist so ein Schlauch, so ein Tunnel, so ein Folientunnel, dann will ich das auch ganzjährig nutzen. Ein Besen? Nein, eine Scheuerbürste? Moment, das ist ein Besen, oder? Ich glaube schon. Holokopf 123, Just Resubt vor 11 Monaten. Danke, Holokopf. Vielen, vielen Dank für deinen Sub im 11. Monat. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ja, haben wir fast zusammen. Oh. Ah. Oh, und jetzt kommt auch noch... Nein, also, jetzt wird es aber hier langsam zu bunt. Zombie, Egelperson. Ah, irgendeine Schlüsselkarte. Stufe 1. Für irgendwas im Aufzug oder so. Wow. Ich muss da mal neue Sounds hinzufügen, oder? Es wird Zeit für neue Sounds, finde ich.
Oh, Hype Train ist gestartet. Hype Train ist gestartet. Slenderex, danke für die 100 Hype Train auslösenden Bits. Es ist Hype Train Zeit. No, no, this can't be. Höchste Hype Train Zeit. Blut? Warum ist Blutegel bitte verboten, Twitch? Blutegel sehen im Gegensatz zu den restlichen Eagles hier wirklich aus wie Blutegel. Oh, Hunde? No, no, das war auch gerade ein cooler Move eigentlich. Wie er sich von der Wand abgestoßen hat, der Hund. Und ich habe ihn dann aus der Luft mit dem Besen gefegt. Das war schon cool. Lustiger Kampf. Holokopf 123, oh. Haskell gibt 1 Subs to Viewers. Das ist nicht mehr lustig. Holokopf, vielen, vielen, vielen Dank für das Subgift. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir. Der Hund steckt was ein. Hat sie jetzt gerade... Ich glaube, sie hat sich gerade schützend vor den Hund geworfen. Habt ihr das gesehen? Slenderex, danke schön für die Bits nochmal. Habt ihr gesehen, wie sie den gerade aus dem Bild geschoben hat? Jetzt hat sie das echt kurz vor mir hochgehoben, was auch immer das war. Heilung, na gut. Stabile Roulade kann man nicht öffnen. Oh, ich sehe gerade, ich hope this is not Chris's blood. Bräuchte mal Heilung, bitte. Perhaps you'll allow me. This is it. Gut. Puh, Chris's Blatt. Ja, ich meine, Blutegel könnte eine Beleidigung sein für jemanden, der sehr gierig ist oder sowas, ne? Wahrscheinlich deswegen. Aber weiß ich jetzt auch nicht, Digga, ob das so schlimm ist. Aber gut, ich kann's ja erlauben. Okay. Dankeschön. Dankeschön, Slenderex, für die Bits. Hype Train Level 2. Yes. Danke euch. Oh, Schreibmaschine, das ist immer schön. Was haben wir hier? Eine. Oh, Blutstiller. Ach so, Blutstiller. Nehmen wir mal mit. In Outbreak Teil 1 sind die KI-Partner noch ziemlich kacke. Im zweiten Teil sind die da schon besser. Ja, ich bin gespannt. Ursprünglich. Grundstoff für Heilmittel. Kommt jetzt endlich meine Arztkenntnis zum Einsatz. Oder was ist los? Naja, speichern wir mal. Speichern wir mal. Ich kann das jetzt verwenden. Grundstoff für Heilmittel. Aber kann ich auch das mischen? Ja, tatsächlich. Nice, und jetzt habe ich ein Heilmittel. Heilt einen kleinen Teil ihrer Wunden. Auch die seelischen. Auch die seelischen. Das ist nämlich hier die Frage. Okay. Dann. Ah, es gibt noch einen Raum, in dem waren wir nicht. Bin ich da noch nicht reingekommen oder warum bin ich da nicht hingegangen? Gucken wir mal. Wenn ich jetzt rausgehe, rechts... Und dann wieder rechts. Schauen wir mal. Oh, da oben ist noch ein Erste-Hilfe-Spray. Kein Platz mehr. Also 4 Inventarplätze. Weiß ich nicht. Leroy Dragon! Dankeschön für die Bits, Schweini. Dankeschön. Let's go! Wusstet ihr, habt ihr mitbekommen bestimmt, oder? Dass das tatsächlich gestellt war. All die Jahre wurden wir betrogen. Es ist trotzdem viral gegangen und super legendary, ne? Aber es ist nicht echt. Leroy Jenkins, es hat nie gegeben. Ich weiß nicht, ob der nicht wirklich Leroy Jenkins heißt, aber diesen Moment hat es nie gegeben.
Ja, tatsächlich. Da wurde ein Video veröffentlicht von den Machern von Leroy Jenkins. Ich war auch schockiert. Aber das ist schon seit ein paar Jahren bekannt, tatsächlich. Aber ja, Leroy Jenkins wird trotzdem immer ein Held unserer Jugend bleiben. Auch wenn er nicht echt ist. Ja, aber wann hat das Internet gelogen, Schwenny? Als Leroy Jenkins? Oder als die das aufgelöst haben? Das Allergeilste wäre ja wirklich, wenn das voll so die Meta-Geschichte gewesen wäre, ne? Und in Wirklichkeit hätte sich dann rausgestellt, dass es eigentlich... dass das gespielt war, eine Lüge war. Aber nee, leider nicht. I guess. Stufe 2 Hype Train ist im Bahnhof eingefahren. Dankeschön, Leute. Oh, ein lachendes Hündchen. Wie heißt es? Good one. Post this. So, danke. Ah, Rollladenschalter. Fun Fact, George Hamilton arbeitet mit einem Jenkins zusammen. Und so schließt sich der Kreis, ne? Jetzt macht alles Sinn. Das Telefon ist wohl kaputt. Ich meine, wen wollen wir auch anrufen, ne? Die Polizei? Die sind gerade beschäftigt. Krankenhaus? Eher schlecht. Kennst du die Story von Erfinder des Toasters? Das kommt mir sogar irgendwie bekannt vor. Ich weiß, dass es da irgendwas gibt. Entweder eine echte oder eine falsche, nennenswerte Geschichte. Aber nee, weiß ich gerade nicht mehr. Eine Notiz auf den Tisch. Schrank B6, rote Chemikalien Nummer 4000 irgendwas. Dankeschön. Da hast du recht, Frankie Trink. Frankie Tanky. Trinken nicht vergessen. Was ist mit dem Erfinder des Toasters gleich nochmal? Und der U-Bahn-Fahrer denkt sich so, nope, ich bin raus hier. Und da löst er sich auf. Warum laden wir eigentlich die Kugeln einzeln in so eine 9mm Pistole? Ja, weil wir Kugeln einzeln haben. Es macht alles Sinn und ich nehme es zurück. Level up! Ich glaube, ich pfeife mir mal das Gegenvirusmittel rein. Groß! Vielleicht sollte ich mir das sogar länger aufheben. Aber ich will mal sehen. Ach so, das stoppt nur. Ich dachte, das heilt vielleicht sogar den Fortschritt, aber das stoppt ihn auch nur. Ja, dann ist es wurscht. Dann haben wir jetzt einfach ein bisschen Zeit gewonnen, quasi. Ich finde das immer lustig. Weißt du, da liegt jemand mit dem Loch im Bauch, verblutet, und ich klicke drauf und dann heißt es, ja, also hier sind ziemlich unordentliche Möbel im Wartezimmer. Nee, hübsche Möbel auch noch. Hübsche Möbel hier. Muss man schon sagen. Oh, Kater, es ist gerade so ungünstig. So, ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal ins dritte Obergeschoss, nur damit wir mal schnell weg sind hier. Hey, Fledermaus. Genau das war's. Ja, ich kann mich erinnern, ne? Der Fake-Wikipedia-Artikel, der aber dann von super vielen Magazinen und sowas zitiert wurde und so ein Experiment basically, wie leicht und wie schnell sich Fehlinformationen verbreiten. Das war ziemlich interessant, finde ich auch. Wikipedia-Artikel erfunden, in dem sich einer von ihnen als Erfinder ausgab. Ja, genau. Ja.
Der Kater will mitspielen, ich glaube auch. Aber das Spiel ist ab 18. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber I guess, dass das damals zumindest ab 18 eingestuft wurde, ne? So, was machen wir jetzt eigentlich? Ich habe irgendwo per Fernbedienung die Rouladen geöffnet, aber scheinbar leider nicht hier. Ach so, warte mal, da drüben waren auch noch Rouladen. Die sind auch nicht offen. Irgendwann werden wir schon irgendwo, irgendwie wohin kommen. Also, drittes Obergeschoss. Dach, kommen wir nicht hin. Zweites Obergeschoss. Ah, zweites Obergeschoss. Gibt es einen Raum, wo wir noch nicht waren, auf jeden Fall. Schwenny, danke schön für die Bits. Und erstes Obergeschoss sieht ziemlich erkundet aus. Aha, und hier... Erstes Untergeschoss ist eventuell auch noch interessant. Also zweites Obergeschoss, erstes Untergeschoss. Doch. Doch, ganz genau. Da gehen wir jetzt hin. Dankeschön für die Bits. Ich muss nochmal schnell speichern. Au, danke für die Bits, Landerex. Okay. Genau. Wir sind gerade in Resident Evil Outbreak im Krankenhaus. Was war es jetzt? Zweites Obergeschoss, ne? Ich muss gleich niesen, glaube ich. Achtung. Nee, doch nicht. Kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, man muss niesen, aber dann muss man doch nicht niesen? Das ist irgendwie ein unschönes Gefühl. Es gibt Schlimmeres. Das macht maximal einen HP-Schaden, würde ich sagen, das Gefühl. Aber es ist unangenehm. Wie siehst du denn schon wieder aus? Habe ich dir nicht, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich dir ein Heilmittel gegeben. Und jetzt guck sie dir an. Du hast ein scheiß Heilmittel in deinem Inventar, Frau. Was zur Hölle ist mit dir los? Okay, dann halt nicht. Ah, ich verstehe. Na gut, ist ein Einwand. Shit, da können wir nicht weiter, glaube ich. Ja, ich finde auch, dass sich Niesen gut anfühlt. Ich mag Niesen auch. Aber wenn man meint, man muss niesen und kann nicht, das ist sehr unangenehm. Oh, hier wäre wieder eine Krücke. Moment, hier waren wir aber noch nicht. Ein Messer, ein Fleischmesser. Pistolenmunition. Hat man im Krankenhaus wirklich noch Blutegel? Werden Blutegel wirklich noch eingesetzt im Krankenhaus? Ich weiß, dass Blutegel gar nicht so blöd sein können bei irgendwie so nekrotischen Wunden, weil die das ganze tote Gewebe oder so wegessen. Nee, warte mal. Das waren Maden. Das waren keine Blutegel. Ich weiß nicht, ob Blutegel in modernen... Nee, Blutegel haben in der modernen Medizin, glaube ich, nichts mehr verloren, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht tatsächlich ein, zwei Anwendungen gibt, wo die noch sinnvoll sind. Ich weiß es nicht. Hi, Arthur. Aber wie dem auch sei, meine Frage ist eigentlich, warum sind im Krankenhaus so viele Blutegel? Das ist eigentlich, was ich mich gerade gefragt habe. Okay, dann schauen wir mal ins Untergeschoss noch, ins Erste. Wollte gerade fragen, wo die ganzen Egel im Krankenhaus herkommen. Ja, wie gesagt, ne? Könnte schon sein, dass die tatsächlich noch... Alexa, werden in der modernen Medizin noch Egel eingesetzt? Übersetzt von thecontentauthority.com. Egel wurden in der traditionellen Medizin wegen ihrer vermeintlichen heilenden Eigenschaften verwendet. Alexa, werden in moderner Medizin noch Egel eingesetzt? Darauf habe ich leider keine Antwort. Also wahrscheinlich eher nicht. Aber wer weiß, was für shady Stuff im Keller von diesem Krankenhaus so passiert ist, ne? Umbrella hat ja natürlich überall so seine Finger mit im Spiel. Warum kann ich da nicht... Ja! Mach mich fertig. Danke für... Nee, es ist immer das Gleiche. Alexa ist so nutzlos. Wirklich, ohne Scheiß. Man kann fragen, wie spät es ist. Aber das ist schon...
So, weißt du, das ist schon die Spitze der Fähigkeiten. Da wird schon kritisch. Ah, warte mal, Schlüsselkarte. Na also. Blutegeltherapie gibt es noch. Damit kann man bei geschwollenen, wahrscheinlich chronischen Knien Erleichterung schaffen. Ach, guck. Das macht Sinn. Das klingt sinnvoll. Früher war das ja quasi im Mittelalter so diese Vier-Säfte-Lehre. Da hatte man noch nicht so wirklich Ahnung, wie das alles so funktioniert im Körper. Da dachte man halt quasi, dass es im Körper vier Grundsäfte gibt und die müssen im Saftgleichgewicht sein, ohne Witz. Und nur wenn der Körper im Saftgleichgewicht ist, dann ist man gesund. Und alles andere ist nicht so gut. Und deswegen hat man einfach halt dann zum Beispiel, wenn jemand krank war, super viel Blut aus dem Körper abgelassen, weil man gesagt hat, ja, da ist zu viel von dem roten Zeugs drin. Da muss mehr Schleim rein oder so. Und dann haben die halt die Leute noch mehr umgebracht. Es gibt so eine schöne Zeit, also schön ist wirklich das falsche Wort, aber aus heutiger Sicht ein bisschen witzig. Im Mittelalter, wo man heute sagt, wenn man sich damals keinen Arzt leisten konnte, dann hatte man höhere Überlebenschancen, wenn man krank wurde, als mit Arzt. Du schon wieder? Warst du nicht auch schon im Nest tot? Blutgalle, irgendwas Schwarzes, glaube ich, keine Ahnung. Ja, genau. Es gab eben wirklich auch einen Saft, den man bis heute nicht wirklich identifiziert hat, was damit eigentlich gemeint war. Das war irgendwas ganz Weirdes. Wenn mich nicht alles täuscht. Blut, Wasser, Rotze und Speichel. So ungefähr, ja. Irgendwas Esoterisches war da noch mit dabei. Sternstaub. Ich habe jetzt einen Vorhängeschlossschlüssel. Aha. Ich wüsste gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten dafür. Besonders Arthrose-PatientInnen profitieren von der Behandlung mit Blutegel. Okay. Das macht schon Sinn, ne? Das macht schon Sinn, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil das eine relativ harmlose Methode ist, um überflüssige Flüssigkeit loszuwerden. Weil man halt nicht gleich mit dem Skalpell irgendwelche Kapseln aufschneiden muss, sondern einfach so einen kleinen Igel hinsetzt oder mehrere. Haben alle was davon. Ich bin in die falsche Tür gegangen. Das war sogar so tatsächlich, das finde ich ganz interessant, dass es einen Arzt gab, irgendwann schon im Mittelalter oder ein bisschen so im späten Mittelalter, ich kann es nicht genau verorten, der hat festgestellt, dass Zitronen oder Limetten oder was auch immer auf Schiffen Skorbut verhindern. Aber der konnte auf Basis von der Vier-Säfte-Lehre oder Drei-Säfte oder wie viel es auch immer waren, nicht erklären, warum Limetten helfen. Das hat keinen Sinn gemacht und deswegen hat es keiner so richtig ernst genommen. Der hat Experimente gemacht, der hat quasi irgendwie einem Schiff Kartoffeln mitgegeben und einem Sauerkraut. Nee, Sauerkraut hätte auch funktioniert. Aber ihr wisst schon, ne? Verschiedene Sachen, Äpfel. Und die mit Limetten hatten, die hatten tatsächlich weniger Skorbut. Weil Vitamin C, wie wir wissen heute. Aber damals hat das keinen Sinn gemacht, weil welcher von den vier Säften würde denn profitieren davon, so ungefähr, ne? Tja. Hätte man schon ein paar Jahre früher wissen können, tatsächlich. Ein paar Jahrhunderte. Ich glaube, erstes Untergeschoss, oder? Da war, glaube ich, noch der andere.
Schleimblut, schwarze Galle und gelbe Galle. Und ich meine, die schwarze Galle ist diese eine Flüssigkeit, wo man nicht so genau weiß, was eigentlich damit gemeint war oder irgendwie so. Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss... Egel, lass mich mal kurz gucken, bitte, jetzt. Ich bin verwirrt. Egel! Oh Gott, ich muss woanders hin. Ja, ich muss woanders hin. Okay. Irgendwo war doch dieser Eingangsbereich. Dieser Eingangsbereich mit diesem Rollladen und dahinter so ein Zombie. Ich glaube, da müssen wir hin. I guess, dachte ich. Hier vermutlich eher nicht. Aber da auch nicht, da auch nicht. Aufs Dach kann ich auch nicht. Hä? Aber irgendwo war doch noch was. Bin ich verwirrt. Es gibt noch ein zweites Untergeschoss. Wie kommen wir denn da hin? Ah, ich verstehe. Ich glaube, das ist gar kein Fehler, dass es das erste Untergeschoss zweimal gibt. Guck mal, der Raum hier verändert sich. Ha. Okay. Das. Oh nee, ey. Oh nee, okay, ich fange noch mal im dritten Obergeschoss an. Genau, Sauerkraut wurde dann später auch wegen dem hohen Vitamin-C-Gehalt eingesetzt. Und das war ja auch sehr erfolgreich. Okay. Dann fahren wir mal ins zweite Untergeschoss. Obergeschoss. Hey, der Egelmann nervt ein bisschen. Wo sind denn die anderen eigentlich? Sind die schon alle tot? Sind die schon alle gestorben? Bin ich jetzt allein hier mit dem Egelmann? Nein. Come on. Hier sind so viele Rollladen. Ich weiß nicht, durch welche ich gehen kann. Was soll denn das? Hey Merlin, zu Hause. Und hi Kelan. Ach, so, Pistolenmunition haben wir genug, ne? Aber was jetzt? Ich schau mich mal ein bisschen um hier noch. Einmal eine Runde drehen. So, jetzt dürft ihr mir gerne sagen, wo ich den Rolladenschlüssel benutzen darf. Weil jetzt wird's frustrierend. Oh, warte mal, hier war ich noch nie, oder? Wow. Wie viel Pistolenmunition kann man stapeln? Endlich da und direkt das Rollo vom Terrassenfenster zerstört. Wie machst du das immer? Wie machst du das immer, dass du die ganzen Rolladen zerstörst?
Damals wusste ich nicht, dass Mr. X Mr. X heißt. Ich nannte ihn immer Mantelman. Im Spiel kriegt er, glaube ich, auch gar keinen Namen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Namen hat er alle erst, hat er außerhalb der Spiele oder in irgendwelchen Spin-offs oder sowas bekommen. Dich habe ich gesucht. Oh nee, ey, hau doch jetzt ab. Okay, hier kann ich auch nicht. Dann weiß ich es wirklich nicht. Nein, da liegt ja jemand tot am Boden. Die kommen mir bekannt vor. Hieß es nicht, dass man die irgendwie plündern kann, aber irgendwie jetzt gerade nicht. Du musst in F1 und da was finden. In F1. Also OG1 im Englischen wahrscheinlich, ne? Wo bin ich jetzt? Ich bin in OG1. Hey. Ich wäre also hier schon richtig, wenn es hier weitergeht. Den Vorhängeschlüssel brauchst du bei einem Boot? Aber der Vorhängeschlossschlüssel, okay. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass der für so Rouladen ist, aber scheinbar nicht. Hey, kann ich mir hier unendlich viel Heilung machen? Wirklich? Irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Immer wenn ich da hingehe, kriege ich wieder was. Cool, guckt. Gut, dass ich den Arzt genommen habe. Macht doch Sinn, einen Arzt im Krankenhaus zu haben. Okay, dann habe ich das aber einfach mit dem Schlüssel irgendwie falsch interpretiert. Das heißt, ich muss einfach nochmal gucken. Ja, doch, gib mir gerne einen Tipp. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und bevor ich jetzt dreimal nochmal durch jedes Zimmer gehe, dürft ihr mir jetzt gerne einen Tipp geben. Du musst ein Memo finden, wo Codes für den Aufzug stehen. Oh, hatten wir nicht eins? Hatten wir nicht irgendwas, wo was für den Aufzug stand? Teil einer Notiz. Hier steht was. Chemikaliencodenummer. Rote Chemikaliencodenummer 4105. Ich weiß nicht, ob das für den Aufzug ist. Das klingt nicht so, aber ich schreibe es mir mal auf. Oh. Okay, Achtung. Rote Chemikalien plus 4105. Ich weiß nicht, ob das Plus noch wichtig ist. Und Schranke B6. Weiß ich nicht. Und hier hatten wir auch noch irgendwas. Anleitung zur Einstellung. Etage für Aufzugbetrieb. Vierstelliger Code für Sicherheitsstufe 1. Stufe 2 Sprachautorisierung. Und ich komme mit Stufe 1 ins zweite Untergeschoss, aber ich... Ja, stimmt, ich war noch nie im zweiten Untergeschoss. Und da bräuchte ich einen vierstelligen Code. Ist das der Code 4105? Ich weiß es nicht. Aber wo würde ich den überhaupt eingeben, oder? Aber wir waren wirklich schon mal irgendwo, wo man einen Code eingeben hätte können. Oh, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, shit. Irgendwo war mal so ein Bedienfeld, so ein Tastenfeld und ich dachte mir, naja, irgendwann mal kommen wir dann nochmal drauf zurück. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr, wo das war. Verdammt. Aber hier könnte ich jetzt in Ruhe mir nochmal die Map angucken, ohne von irgendwelchen Igeln gefressen zu werden. Also, im ersten Untergeschoss gibt es den Ruheraum, den Aufzugkontrollraum. Ich fühle mich wie Abe Simpson, der gerade irgendwie so 30er Jahre Musik hört. Aufzugkontrollraum hört sich doch gut an. Dann fahre ich jetzt nochmal ins erste Untergeschoss und gehe in den Aufzugkontrollraum. Und dann schauen wir mal, ob der Code irgendwie Sinn macht.
Hallo. Okay. Ach, und mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. War heute ein okayer Tag. Puti hat wieder in meinem Büro gemacht. Das war nicht so gut. Aber er ist auch erst 4 Monate alt. Das geht schon noch. Aber schon langsam nervt's. Aber so ist das. Aber sonst war alles okay. War Fuji heute lieb? Ja, wie gesagt, abgesehen davon, dass er auf die Couch gemacht hat, hier oben war alles okay. Das ist aber auch echt komisch, weil er nur hier ins Büro macht. Ich hoffe, er hört bald auf mit dem Quatsch. Weil hier auch so viel Kabel rumliegen, das ist halt wirklich nicht lustig, wenn hier der Hund hinmacht. Ach, jetzt bin ich hier reingegangen, das ist eine Sackgasse. Nee, genau, hier habe ich im ersten Obergeschoss irgendwelche Rouladen aufgemacht, aber das hatten wir schon. Ob hier jemand Beweise vernichtet hat, oder? Dass es hier brennt, ist ungewöhnlich. Ausgerechnet so ein Karton, ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass er länger nicht draußen war. Es war wieder eine ganz gezielte Aktion von ihm. Ich glaube, ich habe keine Blutpakete mehr. Aber sie wurscht, brauche ich nicht. YOLO. Oh Gott, hätte ich doch nur ein Blutpaket. Schnell, gehen wir da lang. Nein, jetzt bleibe ich da irgendwo an der Theke hängen, verdammt. Morgen Crow Country. Ja, ich denke mal, morgen werden wir Crow Country durchspielen, kann ich mir vorstellen. Das gerade, das beim letzten Mal, hat sich ein bisschen nach Endgame angefühlt, finde ich, ne? Ich muss sagen, dass mir jetzt die letzte halbe Stunde oder sowas letzten Mittwoch, hat mir nicht mehr so gut gefallen von dem Spiel. Dass da unten plötzlich so viele Monster sind, durch die man sich durchkämpft, das fand ich schade. Das fand ich wirklich schade. 30. September, Tochtergeburtstag. Ich schreibe das mal auf. Vielleicht ist 3009 irgendein Code. 3009 oder 0930, wie es die Amerikaner schreiben würden. Na, so den Tochtergeburtstag könnte schon sein. Okay, dann gehen wir ins erste Untergeschoss. Was ist aus den Katzen geworden? Nix, die sind immer noch, die sind brav. Wie eh und je. Ich spiele auf leicht. Ah, ich wollte dich schon erschießen. Du lebst noch. Okay, schauen wir mal. Ich gebe mal ein 3009, das Geburtsdatum. Falsch, okay. Kein Problem. Und jetzt gebe ich ein 0903. Falsch. Schade, das wäre cool gewesen. Und jetzt gebe ich ein 4105. Ah, damn it. Wir haben den richtigen Code noch nicht. Und jetzt höre ich schon wieder Schleimi von der Decke kommen. Ich hasse Schleimi. Ach, 0930. Ich hab's falsch geschrieben. Ah, ja, ja, okay, das versuchen wir nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Es war der 30., nicht der 3.
Nee, 4105 war es auch nicht. Oh, jetzt ist natürlich Egli immer noch hier, ne? Ich meine, ich habe genug Munition. Okay, dann versuchen wir mal nochmal 30. Also 309, den habe ich aber eingegeben, ne? Shit, wenn, dann wäre es gewesen 0930. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir aufs Dach nämlich. Cool, wir sind einen Schritt weiter. Geht's weg, Egelmann. Ja, genau, tackle ihn. Tackle in den blutsaugenden Batzen rein mit deiner Schulter. Das klingt nach einem total guten Move. Hey, das finde ich aber cool, dass da einfach so ein Buch rumliegt, wo dann Geburtsdatum steht und dann ist das, ne, finde ich irgendwie nett. Tja, laden wir noch eine Viertelstunde durch, so. Und jetzt können wir aufs Dach fahren. So. Resident Evil Remake 4 DLC von Ada. Was ist mit dem? Der ist gut geworden. Okay, ich habe das Gefühl, die ist zu schnell. Dammit, du Arschkrähe, muss das jetzt sein? Ja! Huh! Aus der Luft gefegt. Die hat mich genervt jetzt sonst. Oh, mein Leben veräppt. Was? Keine Antwort, er ist von uns gegangen. Und seine letzte Worte waren, ah, mein Leben veräppt. Ha, hier ganz schön theatralisch. Habe ich das richtig gelesen? Es ging so schnell. Also, da ist der Shakespeare-Schauspieler, Hobby-Shakespeare-Schauspieler, Polizist und eine Krähe. Und sonst? Was stand da? Gebäudereinigungsgondel. Sie kann nicht benutzt werden. Okay. In der Stadt herrscht Chaos. Hm, was ist eigentlich unser Plan? Weil auf die Straße können wir nicht gehen, das wäre Selbstmord, hat er gesagt. Könnten wir dann nicht einfach auf dem Dach bleiben und hoffen, dass jemand kommt? Hubschrauberlandeplatz, er ist gerade leer. Was macht da so Geräusche? Ich glaube, unsere Infektion ist gerade schlimmer geworden. Okay. So. Ich glaube, ich nehme jetzt mal mein Heilmittel. Und dann kann ich mal die beiden Kräuter hier kombinieren. Moment, kann ich jetzt mit meinen Arztfähigkeiten was machen, wenn ich grüne Kräuter... Ah, tatsächlich. Okay. Gegengift, das brauchen wir gerade gar nicht. Und was mache ich aus rotem Kraut? Aber das ist ja interessant, dass der Arzt nochmal andere Sachen aus den Pflanzen machen kann. Blutstiller, auch das brauche ich überhaupt nicht. Schade. Okay. Ja, irgendwie ist hier nichts auf dem Dach. Die Fahrt aufs Dach war irgendwie voll für den Arsch, ne? Mit einem anderen Charakter vielleicht, ja. In der Stadt herrscht Carlos als Raider-Boss. Warte mal, steht da noch ein Heilspray auf der Matte da? Nee, okay. Und mit Mathe meine ich das Fass. Was ist denn dann der Code? Wenn es nicht 4105 ist. Oh, diese Ruhe, es war ganz schön laut. Kannst du nochmal 4105 versuchen? Ja, ich wollte es eh nochmal versuchen, weil vielleicht habe ich mich nur vertippt. Im Eifer des Gefechts.
Das wäre jetzt auch mein erster Plan gewesen. Wow, wie habe ich das gerade geschafft, dass ich den Zombie und den Igel da erschossen habe, der dahinter am Boden war? Das waren Querschläger wahrscheinlich. Nee, come on, hast du jetzt hier drin gewartet oder was? Ihr zwei, habt ihr zwei jetzt hier drin einfach gewartet? Damit ihr mich nerven könnt, wenn ich jetzt wieder zurückkomme. Ah, 4105. Nee, falscher Code. Leider falsch. Da muss ich nochmal gucken. Irgendwo habe ich irgendwas übersehen anscheinend. Ach, come on. Das sind, glaube ich, Server und keine Tür. Ich gehe nochmal. Ich gehe jetzt einfach nochmal alles ab. Irgendwo finde ich dann schon das richtige Dokument noch. Nervig. F1 meinst du? Ja, genau. Ich schaue jetzt, wenn ich jetzt schon hier bin, schaue ich hier mal kurz mich nochmal um. Und dann, ja, gehen wir eins höher. Südlicher Korridor. Oh, wo kommst du denn her? Teleportationszombie oder was? Come on. Ist doch voll am Cheaten. Ah, das sieht aus wie eine Tür, aber ist gar keine, ne? Hm. Ah, hier habe ich die Karte abgelegt, aber die brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Die brauchten wir wahrscheinlich nur, um hier reinzukommen, hoffe ich mal. Das wäre nett, wenn einem das Spiel in alter Resident Evil-Manier wenigstens sagen würde, so, hey, dieses Item brauchst du nicht mehr. Willst du es aus der Existenz puffen lassen? Ich wollte hier nochmal reingucken, weil mich das irritiert, dass es zwei Maps gibt und die zwei Maps zeigen hier unterschiedliche Ebenen von dem Raum. Aber so richtig, ich meine ja, es gibt genau dieser Kanal, der wird quasi als eigene Ebene angezeigt, jetzt verstehe ich's. Aber ist das wirklich notwendig? Ne, da habe ich nur die Eisenstange liegen lassen, das passt schon, dann haben wir ab. Naja, aber wirklich nur dieser Kanal, der auf der Karte irgendwie eine eigene... Keine Ahnung. Weird. Wie spät ist es denn jetzt? Es ist jetzt kurz vor 9. Ich glaube, um 9 wollte ich tatsächlich mit Resident Evil 2 anfangen. Aber das Kapitel machen wir jetzt fertig. Ich habe gerne einen schönen Abschluss irgendwie. Ich mag das nicht so mitten im Kapitel und dann eine Woche Pause. Finde ich unsexy. Es sind auch schönere Folgen dann für YouTube, wenn man immer ein Kapitel schön abschließt. Wo sind wir denn bei Fallout 2 eigentlich gerade? Wo sind wir denn da stehen geblieben beim letzten Mal? Ah ja, genau, Vic, endlich, genau, wir haben Vics Radioteile. Wir können jetzt mit der eigentlichen Hauptquest weitermachen. Sehr nice. Freue ich mich drauf. Dann haben wir endlich Vic auch dabei. Wie hoch ist unser Charisma-Wert? Ich glaube auf jeden Fall hoch genug für zwei Begleiter, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie da das Regelwerk ist. Und ich weiß vor allem auch nicht, ob der Mod das vielleicht hätte verändern können. Also könnte er auf jeden Fall, aber hat das verändert? Keine Ahnung. Die NPCs sind aber auch mördernervig in dem Spiel, oder? Dass die halt einfach... Ich find's cool eigentlich. Ich find's wirklich eigentlich cool, dass die sich so autark bewegen und mir nicht nur hinterherlaufen, sondern eigenständig erkunden und alles. Das finde ich eigentlich wirklich nice. Aber, weißt du, die laufen halt irgendwie... Ich sehe die das halbe Spiel nicht und plötzlich liegen die irgendwo. Ich weiß halt jetzt auch nicht, was das soll. Meine Güte. Diese Igelviecher. Todesnervig.
Also der Computer sieht echt so aus, als wäre da was, oder? Aber da sagt er, hier ist nichts Besonderes. Was ist denn? Ach, eine Scheuerbürste. Ist aber interessant, das fällt mir auf, dass viele... Oh Gott, ich bin so kurz vorm Sterben, oder was? Nein! Jetzt bin ich tot. Oder nicht? Okay. Mir fällt auf, dass viele Räume hier im Krankenhaus so rund designt sind, ne? Mit eben so wie jetzt hier... Wie jetzt hier eben dem Tisch in der Mitte. Wegen dem Monster. Macht schon Sinn vom Design her. Okay, warte mal. Warte mal kurz zum Resident Evil 2 Restoration Mod. Fallout 2. Charisma 10 gibt 1 bis maximal 5 Begleiter. Und man braucht mindestens 3 für einen Begleiter. Aber um wie geht's dann weiter? Aber gut, okay. Ich weiß eh nicht, was unser Charakter hat. Deswegen kann ich es eh nicht sagen. Warte mal, können wir... Oh, wir können hier noch Rouladen öffnen. Aber warte, wir waren da, glaube ich, trotzdem schon drin. Ich habe jetzt, glaube ich, nur eine Abkürzung aufgemacht, oder? Ja, das ist der Raum, okay. Wo sie immer noch liegt. Wahrscheinlich hat sie den Code in ihrer Tasche. Ich muss jetzt echt systematisch hier durchgehen mal. Weil der Bereich ist irgendwie groß, ne? Da kann man viel... Okay. Ich fange jetzt hinten im Safe-Raum an und dann schauen wir alles durch. Nee, come on. Der Egelmann geht mir so hart auf die Nerven. So hart auf die Nerven. Wenn der wenigstens auch so ein bisschen random durchs Haus gehen würde. Wie Mr. X, ne? In den neuen. Aber der ist halt, der teleportiert sich halt einfach wirklich immer exakt dahin, wo ich gerade bin. Das ist nicht so lustig. Egelmann, lass mich. Also hier drin habe ich mich, glaube ich, da ist ein deformiertes Körpermodell. Ein Spezialobjekt. Ich wollte gerade sagen, hier drin habe ich mich ja eigentlich schon ganz gut umgeguckt. Da wird es nichts mehr geben. Und dann finde ich irgendwie ein deformiertes Körpermodell, sterile Handschuhe, lauter Bonusdinger. Aber unsere Infektion ist schon auf 70%. Wenn ich den Code nicht gleich finde... Ja, ich hasse Stalker-Gegner auch grundsätzlich wie Sau. Und der ist auch noch wirklich ein nerviges Exemplar. Wartet mal, aber was ich jetzt theoretisch machen könnte, ist das Erste-Hilfe-Spray nehmen, weil das meine Infektion ein bisschen verlangsamt. Und einfach hier ein anderes Erste-Hilfe-Spray mitnehmen. Und ich kann ja hier als Arzt anscheinend unendlich viel neu kreieren. Das ist ja schon mal gut. Aber es ist halt immer nur, ich glaube, eine Minute oder sowas kriege ich dadurch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, es kann schon sein, dass wir das Kapitel einfach nochmal starten müssen. Wenn man weiß, wo man hin muss, dann geht es wahrscheinlich in 10 Minuten. Das heißt, wir würden da schon sehr viel Zeit sparen, wenn es ist. Aber... Gucken wir mal. Röntgenbilder. Nichts Besonderes. Ach Gott. Thank you.
Oh, ich konnte ihn kurz irritieren, ne? Nein! Der hat mich jetzt aber auch angesaugt. Come on, die kombon mich hier nieder. Eine Unverschämtheit. Dieses ganze Kapitel ist eine einzige große Unverschämtheit. So, hier habe ich eigentlich, dachte ich, auch alles abgeklappert. Ja, genau. Ja, genau, Egelmann. Natürlich kommst du jetzt hierher, wo ich gerade bin. Büro habe ich schon alles abgeklappert. Im Büro kann es nicht sein. Staff Room. Schauen wir da mal. Ach, das ist hier, wo es brennt. Hey, ich habe überall alles abgeklappert. Ich habe überall alles abgeklappert. Das gibt's doch nicht. Feuer. Langweilig. Wachregel. Blöd. Rote Chemikalie 4105. Check ich nicht. Ja, wir müssen ja sowieso noch mal durchs Büro durch. Kann ich ja noch mal weiterklappern. Nimm die Cola! Ich meine natürlich den Juicy Raccoon. Kann ich mir das da eigentlich... Nee, leider nicht. Aber wartet mal, dann mache ich so. Genau. Ist ein bisschen umständlich, aber passt schon. Gut, hier außen an der Rezeption wird wahrscheinlich nicht der geheime Supercode sein, ne? Ja, schauen wir nochmal ins Office. Ich meine, da hat mich vorher auch ziemlich der Igelkerl genervt. In der einen Reihe konnte ich mich nicht wirklich umschauen, vielleicht. Gucke ich da nochmal. Ein ordentlicher Mensch. Lauter Chemikalien. Ah, warte mal, ein einfaches Schloss. Ach so, gut, das könnte jetzt wieder unsere Reporterin knacken, ne? Aber wir nicht. Wo? Was? Ich glaube, er ist tot und ist gerade als Geist durch die Wand gekommen. Was war denn das gerade? Nebenbüro ist definitiv... Also ich habe jetzt wirklich alles hier mehrmals angeklickt. Ich habe jetzt alles durch... Oh, das ist eine Begrüßung hier. Was? Okay. Hier war der Geburtstag. Den haben wir. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ha. Wirklich mysteriös, ne? Spezial sind, glaube ich, nur so Bonussachen. Ja, Tagebuch des Pflegers. Wir hatten das eklige Ding viel früher beseitigen sollen. Jetzt hat es auch Roberts Leiche erwischt, obwohl ich sie in einen Plastiksack eingeschweißt hatte. Ja, und da kommt es auch schon.
Ich gehe aufs Dach. Da ist es zwar laut, aber da bin ich, glaube ich, sicher. Schauen wir nochmal alles durch. Ich habe auch die Memos alle schon durchgeguckt. Ich weiß wirklich nicht, wo ich noch gucken soll. Aber wenigstens sind wir jetzt zu zweit. Die Munition für unsere Ersatzpistole hier ist ausgegangen, aber Kugeln nutzen sowieso nicht. Was soll ich jetzt bloß machen? Die Wunde, wo mich das Ding gebissen hat, heilt einfach nicht. Ich habe so viel Blut verloren, dass mir schlecht und schwindelig ist. Aber das haben wir definitiv wirklich noch nicht gelesen, ne? Wo immer ich mich verstecke, spüre ich das verdammte Ding mich auf. Es ist so unglaublich schnell. Wenn ich darüber nachdenke, war es am Anfang viel langsamer. Es ist ein Raubtier und der Geruch von Blut macht es wild. Ich kann nicht mehr. Ich bin der Nächste. Na gut, okay. Kanal, zweites Untergeschoss, Abwasser. Zimmer 403. Stufe 1. Administrator. Zur Sicherheitsstufe 1 ist ein vierstelliger Code. Das Dach ist scheinbar wirklich nur ein Bonus. Also, dass man da das Datum eingibt von der Tochter, ist scheinbar wirklich nur ein Bonus, dass man aufs Dach kommt. Und hier habe ich Schrank B7, B6, rote Chemikalien, Code Nummer 4105. Hilft irgendwie auch nicht weiter, oder? Ah! Wir sind schon auf 80%. 80%. Zweites Obergeschoss ist der einzige Ort, den ich mir jetzt noch vorstellen kann, wo eventuell noch irgendwas sein könnte, was ich übersehen habe. Ansonsten wüsste ich es wirklich nicht. Komplett bekloppt. Das Kapitel ging so schön los. Ich habe einen unsterblichen Egelmann mit dem Besen verprügelt und habe ihm den Stiel draufgeworfen. Es war ein Holdrio und Spaß für die ganze Familie. Und jetzt sowas. Hey, warte mal, willst du vielleicht die Pistole nehmen? Ja, nimm. Das Einzige, was ich jetzt noch genau... Ich hab dieses Tagebuch. Oh nein, 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 nein. Dieses Tagebuch konnte ich komischerweise mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie man den Code rausbekommt, aber ich habe 3 Codes gehen sollen. Moment mal, passiert was, wenn ich meine Arztfähigkeit auf Heilspray anwende? Nee. Ist hier irgendein Raum, wo es Sinn machen würde? Zimmer? Nee, Krankenschwesterstation eventuell, aber... Im Krankenzimmer wird der Code nicht liegen, also zumindest logisch betrachtet nicht, aber ich bin verzweifelt und deswegen schauen wir mal kurz. Gucken wir mal noch schnell. Also überhaupt nicht, würde ich nicht sagen, Vello. Also ganz so nicht, aber mir geht es schon auch so, dass ich Horrorspiele, in denen man sich nicht verteidigen kann, sehr viel gruseliger finde. Aber auch nervig. Es macht mir keinen Spaß.
Oh, come on. Na super. Ich denke mir das zum Beispiel auch bei Outcast. Heißt das Outcast? Outcast 2? Heißt das Outcast? Wo das erste in diesem Irrenhaus quasi spielt und der zweite irgendwo im Wald. Outlast, oder? Ich weiß es nicht. Aber da denke ich mir, dass ich die ganze Zeit rumschleiche und dann sind da irgendwelche kleinen, dürren Hillbillies, die mich jagen in den Zimmern. Und ich denke mir halt so, Alter, ey, die könnte ich halt in real life einfach verprügeln. Keine Ahnung. Das ist... Warum wehre ich mich nicht? Warum wehre ich mich nicht gegen diese Kreaturen, gegen diese Leute? Outlast, ja genau. Hallo Tech Turtle, ich kann kein Deutsch, also verstehe ich es nicht. Ich dachte, es wäre mit Englisch getaggt, wie auch immer. Ich liebe Resident Evil. Aber hast du das auf Deutsch geschrieben oder übersetzt das Twitch jetzt hier automatisch oder was ist los? Okay, gebt mir Codes. Gebt mir Codes. Gebt mir eure besten Codes. Agro, hey, vielen, vielen Dank für die Bits. Gebt mir eure köstlichsten Codes, die ihr irgendwo auf alten Notizzetteln gefunden habt und dann versuchen wir es. Das war gut. Goddammit, ey. Wo ist eigentlich mein Partner schon wieder? Come on. Thank you. Help me, please. Please help. Help me. Aha! Okay, ich glaube, ich sollte den Raum verlassen, kurz warten und wieder reingehen. Dann haben wir vielleicht... Oh, wir sind jetzt eh tot, befürchte ich. Wir sind jetzt, glaube ich, eh tot, weil ich habe jetzt auch kein Heilmittel mehr. Nein, dieser Igelmann ist mir ungefähr 5 Stufen zu nervig, ganz im Ernst. Ungefähr 5 Grad zu schlimm. Also, dass der so an einem dran klebt, das ist einfach zu viel. Zwei, drei, vier, fünf. Na gut, den versuchen wir, aber... Hatten wir den nicht schon woanders? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir bluten auch noch, oder? Oh Gott, dann fallen wir jetzt wahrscheinlich jeden Moment einfach um. Ah, nee, geht schon wieder. Alles gut. War gar nicht so schlimm. 2, 3, 4, 5. Nee, das war's nicht. Dann versuchen wir mal. Ach, komm. 7, 0, 0, 1. Nee. Das sind zu viele Zahlen, der kann nicht stimmen. Dann haben wir 3, 5, 5, 5. Nee. Dann haben wir 5, 3, 1, 5. Ja, der war's. Nee, warte mal. Aufs Dach? Stand er gerade aufs Dach? Okay, keine Ahnung, ich muss raus hier. Gibt es verschiedene Codes, mit denen man aufs Dach kommt? Very strange. Ich hasse das Kapitel gerade. Die ersten beiden Kapitel fand ich eigentlich ganz nett. Aber das geht mir gerade hart auf die Nerven. Aber so richtig hart. Schon mal dran gedacht, Outbreak als Multiplayer LPTG zu zocken mit Andy. Ich mag ehrlich gesagt Multiplayer grundsätzlich überhaupt nicht. Der ist schon wieder durch die Decke gekommen, der Igelmann. Ich werde
heute Nacht mir eine Statue von dem Egelmann hauen und den die ganze Nacht verprügeln. Ich schwör's euch. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, hasse ich den. Oh mein Gott, hasse ich diesen Egelmann. Der ist wirklich einfach Mr. X auf Steroide. Das ist wirklich der nervigste Gegner in der Resident Evil Geschichte. Oh mein Gott, hasse ich das. Ja, genau. Ich druck ein Bild von dem aus. Und bewerf ihn mit Dartpfeilen. Ich glaube, ich brauche keine Blutstiller mehr, aber ich hau mir die mal vorsichtshalber rein. Oh, kann ich den jetzt töten? Kann ich jetzt, wenn ich den da reinlocke, die Temperatur im Labor auf hoch schalten und dann verbrennen da? Oh, das wäre gut. Beobachtungsgerät, Kolben und Reagenzgläser. Wasser für das Experiment. Oh Gott, Egelmann, ich hasse dich so derb. Komm jetzt hier rein wenigstens. Hab wenigstens Anstand und komm jetzt rein in meine Falle. Komm jetzt. Erinnert ein bisschen an Ouroboros auch, ne? Schnell! Hoch! Oh Gott sei Dank. Ich befürchte, ich muss das Szenario trotzdem nochmal spielen nächste Woche. Aber dann sind wir ein bisschen schneller. Ist schon ein Fakt, dass die Resident Evil 3 ohne Resident Evil 7 wahrscheinlich gestorben wäre. Ja. I guess. Der vierte Teil hat schon jetzt gut sein müssen. Sonst hätte Resident Evil definitiv ein Problem gekriegt, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Die Karte ist zu heiß, ich kann sie nicht anfassen. Weißt du, vielleicht stellen wir uns ein bisschen an, wenn wir gleich am T-Virus krepieren und so weiter. Vielleicht nehmen wir die ein bisschen zu heiße Karte. Vielleicht ziehen wir unser Jackett aus oder sowas. Also. Erfrieren wir jetzt, wenn ich da reingehe? Ah, jetzt ist die Karte zu kalt. So will ich die auch nicht anfassen. Schlüsselkarte Stufe 2. 88%, 88,67% tot. Okay, das schaffen wir. Ich speichere jetzt schnell hier manuell. Wartet mal, weil wir schaffen das. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Kapitel noch ist, aber wir schaffen das jetzt. Es passiert was. Ich hoffe, was Schönes. Oh nein. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt wird... wann und wo und warum bist du eigentlich schon wieder gestorben, NPC-Begleiter? Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Jetzt lebt der wieder. Jetzt ist wieder ein Egelmann da. Ist das das frustrierendste Kapitel in der Geschichte... In der Resident Evil Geschichte definitiv. Aber vielleicht in der Geschichte der Videospiele. Die wollen mich doch verarschen. Ich finde die Idee voll gut. Muss ich echt sagen. Aber holy shit, ist das frustrierend. Aber ich finde das super cool. Das muss ich schon eingestehen. Ach, hätte das Blutpaket auch funktioniert über mehrere Räume hinweg? Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie einen Schlüssel gefunden oder so. Ich dachte, der wäre für einen Aufzug gewesen auch. Die Schlüsselkarte. Ja, genau, hallo. Weißt du was, Egelmann? Von mir aus. Bringen wir das zu Ende. Bringen wir das zu Ende. Leider liegt halt dann nochmal eine tote Begleitung von mir rum, ne?
die Begleiterin, die Stewardess, nee, nicht Stewardess, Krankenschwester, nee, Bar-Person. Oh Gott, wenn wir jetzt von dem Egel getötet werden, das wäre peinlich. Was liegt da eigentlich gleich nochmal? Irgendeine Notiz, die ich abgelegt habe. Ich habe ja. Irgendeiner muss ja dann stimmen. Was mache ich jetzt mit der Schlüsselkarte? Muss ich nochmal in den Aufzug-Kontrollraum? Okay, Leute, jetzt gucken wir mal. Ich benutze. Ah, wo habe ich denn das Blutpaket? Hier habe ich es. Ich benutze das Blut jetzt hier mal und dann gucke ich mal, ob ich den damit auch von weit weg anlocken kann. Kann hier bitte Heilung sein? Ich bin 95% tot. Aber dann sehen wir wenigstens, was passiert, wenn wir mal voll infiziert werden. Ich hasse dieses Kapitel echt hart. Echt hart. Okay. Also leider kommt er nicht. Ah, aber da ist eine Tür am Ende des Flurs noch. Okay, aber da kommen wir auch nicht mehr hin. Ja, die sind tatsächlich aber schon von Anfang an alle infiziert. Das hat gar nicht... Also, wenn man getroffen wird von Gegnern, dann steigt die Prozentanzeige schneller. Aber die sind tatsächlich alle von Anfang an schon infiziert und, ja, jetzt bin ich tot. Und, mit der Zeit stirbt man einfach automatisch. Alle Missionen haben quasi einen Timer. Man darf nicht zu lange brauchen. Auch eines von vielen so kleinen Mechaniken in dem Spiel, die mich eher nerven, muss ich sagen. Die ich vom Konzept her vielleicht ganz cool finde, aber in der Realität einfach irgendwie frustrierend sind. Oh, schnell. Egelmann ist jede Sekunde da. Nein, wir wurden jetzt wirklich von einem kleinen Egel getötet. Ah. Ah, nein. Ah. Ah. Der letzte Egelbiss. Wir hatten noch ein HP. Sie sind dumm, oder was? Okay. Aber jetzt überlege ich tatsächlich. Aha, ich habe gespeichert, da hatte ich den Schlüssel schon. Weil dann versuche ich jetzt nochmal, dass ich da durchlaufe. Ja, keine Verwandlung, ne? Aber andererseits dauert eine T-Virus-Verwandlung auch länger. Wäre auch komisch, wenn wir plötzlich ohne große Symptome, ohne große Itchy-Tasty-Umwandlung über Tage hinweg plötzlich zum Zombie werden. Das wäre lore-technisch auch nicht schön. Ich meine, es wäre vom Effekt her schön, aber würde auch nicht passen. Insofern ist das schon okay. Dass wir einfach nur umfallen. Nein, was ist denn jetzt? Warum? Benutzt doch jetzt die Schlüsselkarte. Da war noch ein Zettel an der Wand. Keine Chance, keine Chance. Pistolenmunition, genau, die brauche ich jetzt. Ja, da ist ein Boot. Fahr weg jetzt. Hau jetzt ab hier! Eingang zur Unterführung. Ich will nicht mehr in irgendeinen Eingang zur Unterführung. Lass uns das Kapitel doch einfach beenden, Spiel. Lass uns das Kapitel doch jetzt einfach beenden. Muss jetzt noch irgendwas kommen? Muss ich jetzt mit dem Motorboot wegfahren, wie mit dem Jetski in Resident Evil 4 am Schluss?
Boot fahren. Ja, ja. Na, wunderbar. Die Egelkönigin. Ein sehr brennbares Boot war das auch noch. Und die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Aber ja, stimmt, die gibt's auch noch. Muss ich gegen die jetzt noch kämpfen? Oh Gott, ja. Okay, wartet mal. Ich speichere hier an der Stelle mal, aber ich schätze mal, das geht nicht mehr. Ich schätze, die kann ich nicht mehr schaffen. Nein! Ein Popo-Schlag. Oh, sie hat uns niedergesäuresprüht. Ups. Wenn die mir doch nur irgendwo eine Heilung hingestellt hätten, ne? Schon gemein. Aber ich bin schneller. Ich bin schneller als die. Vielleicht kann ich weglaufen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch der Egelmann. Ja, ja, wir spielen Resident Evil Outbreak definitiv durch. Okay, keine Ahnung, ich laufe einfach weiter. Wenn ich ganz am Ende vom Gang bin, dann fange ich einfach an zu schießen. Viele Rohre vibrieren. Was hat er gesagt? Irgendwas explodiert gleich oder so. Von irgendwo fällt mir gleich ein Amboss auf den Kopf. Ja, ich traue es dem Kapitel zu, dass das passiert. Okay. Jetzt bin ich wieder beim Boot. Jetzt bin ich wieder beim Boot. Okay, immerhin haben wir jetzt mal ein grünes Kraut gefunden, damit wir nicht mehr ganz so tot sind. Aber immer noch ziemlich tot. Ah, Heilspray. Gut, 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 gut. Okay, das ist besser. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Okay. Jetzt speichere ich nochmal. Und jetzt ist Bosskampfzeit. Macht euch bereit. Jetzt geht's ab. Kann ich das Benzin mitnehmen? Ja, kann explodieren. Okay. Das ist dann so die letzte Falle. Wir kriegen alles hin. Dankeschön. Achso. Ja, ja, genau. Fürs Folgen auch. Irgendwie kann es sein, dass die Egelkönigin die Aggro verloren hat. Aber ich kann auch nicht auf die schießen von hier. Na gut. Mal ist kräftig, oder? Aber habe ich Aggro? Kommt die auf mich zu? Oder habe ich die KI kaputt gemacht? Ich werde jetzt mal meine ganzen 100 Schuss da rausballern.
Schauen wir mal. Na, ich sehe auch Blutspritzer. Ich glaube auch. Also, ich sehe Trefferfeedback. Die Queen hat nur ein kleines Aggro-Fenster, beziehungsweise kannst du auf gewisse Röhren über den Kopf schießen. Ach so, okay, aber muss ich das oder kann ich die auch so töten? Das ist die Frage. Ja, ich lade mal die Karte in die Pistole. Okay, jetzt habe ich echt nicht mehr viel Munition. Ich befürchte, jetzt muss ich die wirklich in irgendwelche Fallen locken oder so. Kommt die jetzt? Ja, jetzt macht sie wieder was, oder? Na komm, Egelkönigin. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, leider. Und ich habe 95% tot. Ohne Scheiß. Das Kapitel ist scheiße. Also wirklich. Ich finde den Egelmann schon mega nervig, aber was ist denn das jetzt hier für ein Boss? Bewegt die sich überhaupt noch? Ja, irgendwie glaube ich schon, aber... keine Ahnung. Und wenn ich die jetzt wirklich in die Fallen locken muss, dauert das ewig. Das ist wirklich der lämste Bosskampf ever. Oh Gott. Weil ich meine, guck mal, die hat sich jetzt, glaube ich, 10 mm bewegt, seit ich die locke. Und hier ist, glaube ich, die erste Stelle, wo ich sie in die Falle locken könnte, ne? Um Gottes Willen. Naja. Und bei euch so. Das ist wie was anderes, nur nicht so langweilig, ja. Es macht es ein bisschen spannend, weil ich sterbe gleich am T-Virus. Da hat jetzt die Igelkönigin, die hat schon recht, ne? Die weiß natürlich, dass die sich einfach nur Zeit lassen muss, weil ich sterbe sowieso gleich. Ich hab die Woche frei, hab Zeit. Na dann. Kommt die überhaupt jetzt noch auf mich zu? Ich meine schon, dass die sich bewegt, oder? Aber vielleicht auch nicht. Oh, jetzt hat sie mich getroffen. Damn it. Jetzt sterbe ich gleich am T-Virus. Hey, das ist voll nervig. Jetzt schaffe ich den Boss nicht, weil die sich so langsam bewegt, oder was? Das ist doch nicht fair. Das ist doch jetzt wirklich nicht fair. Gestorben an zu langsamem Boss. Come on. Das ist scheiße. Okay, wenn sie rempelt, wird sie ganz schön schnell, aber macht scheinbar nicht viel Schaden, ne? Jetzt, wenn ich noch Pistolenmunition hätte.
Die macht ja überhaupt keinen Schaden. Oh mein Gott, ich dachte für einen kurzen Moment, ich hätte sie zu Tode gerempelt. Das wäre so ultimativ lustig gewesen. Ah, 100% T-Virus. Okay. Das versuchen wir jetzt aber nochmal. Ich habe nämlich einen Plan. Ich habe nämlich jetzt einen Plan. Irgendwie mag ich ja auch so auswegslose Situationen. Aber jetzt passt auf. Ultimativer Plan, let's go. Egelkönigin rempelt uns jetzt in den Flur. Und dann schießt. Aber ich weiß nicht genau, was hier jetzt explodieren kann in dem Gang. Aber das finden wir schon raus, denke ich. Okay. Oh, ich bin zu nah dran schon. Shit, wartet mal. Das ist nicht gut. Ich habe der ernsthaft 150 Schuss reingeballert und die lebt einfach noch. Das finde ich auch nicht nett. Nein, der hätte mich nicht treffen sollen. Das war blöd. So klappt's, glaube ich. So kriegen wir es hin. Oh nein, irgendwie sterbe ich gerade. Damn it. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Plötzlich ist der T-Virus-Gehalt unglaublich schnell in die Höhe geschossen. Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Ah. Ist hier noch irgendwas anderes? Ich kann einfach wieder gehen, aber dann haben wir leider das Egelproblem. Ach so, keine HP mehr. Das ist theoretisch möglich. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Dadurch, dass die uns beim letzten Mal so überhaupt keinen Schaden gemacht hat. Notiz an der Wand. Scott James verwaltet. Karte, bla bla bla. Bringt mir alles nichts. Krücke. Ja, Krücke bringt uns jetzt auch nichts. Ja, genau. Ich lad mal schnell neu nochmal. So. Okay, kommt, versuchen wir es noch einmal jetzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich teste das mal schnell. Ja, okay. Dann kommt heißer Dampf oder sowas raus. Was ist jetzt hier? Was explodiert hier? Also mit den 150 Pistolenschuss haben wir definitiv ein Trefferfeedback bekommen. Die hat geblutet, das habe ich gesehen. Ah, der explodiert. Okay, gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Okay, letzter Versuch jetzt. Und dann spielen wir Fallout 2. Jetzt komm, Egelkönigin. Gammel da hinten nicht so rum, sondern komm jetzt mal. Wir haben hier einen Kampf der Giganten. Dammit, das war nicht geplant. Das geht schon mal gut los. Nicht.
habe aber nicht das Gefühl, dass ich besser treffe, wenn ich näher dran bin. Oder ich muss dann schon nach unten zielen vielleicht, keine Ahnung. Aber so können wir sie ein bisschen bewegen, habe ich das Gefühl. Okay, das funktioniert. Okay. Wir haben's. Ich glaube, ich habe die Strategie gefunden. Naja, diesmal hat sie nicht funktioniert. Schade. Oh, diesmal war... Oh, das war gemein. Habe ich die irgendwie durchs Weglaufen kaputt gemacht, die KI von der? Das kommt mir irgendwie nicht so vor, als sollte das so sein. Keine Ahnung. Okay, Heilspray-Bonus ist leider schon verloren jetzt. Infektion steigt wieder und zwar schnell. Und Igelkönigin steigt nicht. Na, dammit, ganz schlecht. Arschloch. Okay, jetzt wahrscheinlich sterben wir jetzt noch auf dem Weg zum Ausgang oder so, weil der Virus uns tötet. Oder jetzt muss ich irgendwo hinlaufen und vermutlich sterben wir jetzt. Aber ich speichere nochmal und wir versuchen es. Meine Güte! Ich hasse es so! Oh mein Gott! Schnell, wir haben nur noch 6% Zeit. 6 wäre schön. Die Uhr tickt. Geh ins Feuer. Okay. Das Feuer wird uns reinigen. Cool. Das war doch ein schönes Kapitel. Um Gottes Willen. Terror is our constant companion. It lurks in the shadows, ready to strike at any moment. Und jetzt mitten im Satz stirbt er, fällt einfach um. Aber irgendwie habe ich in diesem horrorkranken... Holy shit. War das dämlich. Ewi exzellent. Spitzi. Wir haben nicht nur den Exzellent-Rang, sondern auch noch die Spitzi-Auszeichnung. Ich glaube, das ist so ziemlich das Beste, das man erreichen kann. Cool. Dann. Ja, wir haben neue Galerie freigeschaltet, neue Outfits, neue Filme, neue Sounds. Und wir können jetzt auf Inferno spielen. Das ist doch lustig. Das klingt absolut nach was, das ich gern machen würde. Es wird schlimmer. Oh Gott, mir reicht's jetzt schon. Schauen wir mal. Das war jetzt wirklich ein sehr nerviges Kapitel für mich. Die ersten beiden fand ich da sehr viel cooler eigentlich. Ich bin gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Wir müssen auf jeden Fall noch ins Apple Inn, oder? Ach, Inferno heißt das nächste Kapitel. Während wir Flammen und Rauch im brennenden Hotel auswichen, aha, erlebten wir, was ein Inferno bedeutet. Die Hölle.
Okay. Dann machen wir jetzt kurz 5 Minuten Pause und dann spielen wir Fallout. Schön. Vielen, vielen Dank schon mal an alle, die jetzt mit dabei waren, die jetzt vielleicht gehen nach Resident Evil. Danke für die ganzen Bits, die ganzen Subs und alles. Wir sind jetzt wieder auf 143 Abos zurückgefallen seit letzter Woche, aber so ist das eben. Aber ich sag's nochmal, weil ich es immer wieder sage, wenn wir jemals 200 Abos erreichen sollten, und das ist natürlich schon eine heftige Zahl, die jetzt nur noch zu erreichen wäre, dann wird das Streamen nochmal deutlich ausgebaut. Deutlich ist ein sehr starkes Wort, aber definitiv ausgebaut. okay. Aber jetzt machen wir erstmal kurz Pause und dann geht's weiter mit Fallout 2 und wir können endlich Vic befreien. Bis gleich.